Ja, auf eine Impfung hoffen wir natürlich alle, aber Corona ist da und oft näher als man glaubt. Es geht Ihnen vielleicht auch so, dass Sie immer öfter auch von Fällen in Ihrer näheren Umgebung erfahren und so ist es auch uns gegangen, als eine Kollegin von uns Corona bekommen hat. Jung, gesund, inzwischen wieder Gott sei Dank geheilt und natürlich negativ getestet und schon wieder auf Sendung. Sie kennen sie alle, unsere ganz liebe Kollegin Nadja Bernhardt. Hallo Nadja. Hallo Nadja. Schön, dass du zu uns gekommen bist. Danke für die Einladung. Du bist seit einer Woche wieder im Einsatz. Davor hat man gemerkt, du warst einige Zeit nicht am Schirm. Du wurdest positiv getestet. Woran hast du gemerkt, dass da irgendetwas nicht stimmt? Ich bin eines Tages mit extrem trockenen Husten aufgewacht in der Früh und natürlich auch sensibilisiert durch den Job, habe ich mir gedacht, da muss ich sofort nachschauen, obwohl ich tags davor einen einen Antigentest gemacht habe und der war negativ. Also an dem Tag war ich offenbar noch nicht infektiös, bin aber, wie gesagt, mit diesem Husten, der wirklich ungewöhnlich war, aufgewacht und habe dann einen PCR-Test gemacht. Der hat ein bisschen gedauert und in der Zwischenzeit habe ich dann auch Fieber dazu bekommen und konnte eigentlich dann auch einen Selbstbefund machen. Also es war dann klar, es war keine große Überraschung dann letztlich. Wie ist es dir gegangen? Wie hat sich die Krankheit bei dir, wie war der Krankheitsverlauf? Gekennzeichnet war mein Verlauf von extremer Müdigkeit. Also ich bin ein Mensch, der leider sehr schlecht schlaft und ich habe zum Teil 13 Stunden durchgeschlafen. Das war aber kein erholsamer Schlaf, sondern wirklich fast so wie, ich war fast in einer Art Trance. Also es war wirklich sehr unangenehm. Atemnot hatte ich auch. Ich habe jetzt auch die Lunge kontrollieren lassen und da ist Gott sei Dank nichts passiert. Also bin ich glimpflich davon gekommen. Du warst natürlich abisoliert. Mhm. Wie haben die Menschen in deiner Umgebung, die mit dir Kontakt hatten, auf das reagiert? Ja, Gott sei Dank habe ich wirklich, wie gesagt, weil ich schon sensibilisiert bin, sehr schnell mich abgeschottet. Also ich war in der Südsteiermark, habe da meinen eigenen Wohnbereich, also habe sofort den Kontakt zu meiner Familie und natürlich zu meinen Eltern unterbrochen. Und war dann eben diese Zeit der Isolation in der Steiermark mit Gott sei Dank der Möglichkeit, auf eine Terrasse allein gehen zu können. Aber es war natürlich schon auch die psychische Belastung am Anfang, wen hat man möglicherweise infiziert. Das war schon sehr, sehr unangenehm. Also ja, das hat mir schon zugesetzt. Kannst du im Nachhinein nachvollziehen, wo du dich angesteckt haben könntest? Ja, also eigentlich nicht. Es gibt natürlich Vermutungen, aber angesichts der Zahlen, vor allem vor 3 Wochen, war es eigentlich nicht mehr nachvollziehbar. Das ist interessant, man glaubt immer, das Virus ist zwar da, aber eigentlich nicht so nah. Wie ist es dir damit gegangen, dass tatsächlich jetzt du betroffen bist? Also ich war natürlich immer vorsichtig, das ist klar. Es war dann aber fast gar nicht so eine große Überraschung, weil das Virus, und du hast es auch bei der Anmoderation gesagt, es ist ja zuletzt sehr nahe gekommen. Also es war unangenehm, er freut sich natürlich nicht. Und ich kann nur wieder betonen, dass vor allem diese Angst davor, andere, vor allem eben Ältere oder Menschen mit Vorerkrankung angesteckt zu haben, diese Sorge, die ist wirklich, wirklich eine extrem große psychische Belastung, die, glaube ich, niemand haben will. Hat diese Erkrankung bei dir etwas verändert in Bezug auf Corona? Da gibt es so eine Art Aufruf, den du an dieser Stelle auch allen, die zuschauen, vielleicht auch etwas, was du ihnen sagen kannst. Aufruf. Also wie gesagt, ich hatte immer großen Respekt, auch durch natürlich auch durch den Job, Respekt vor dem Virus. Ich bin jetzt keine Risikoperson, aber natürlich auch durch unsere Berichterstattung weiß ich sehr gut, dass die Krankheitsverläufe sehr unterschiedlich sein kann und dass es auch Junge treffen kann. Also ich kann nur sagen, jetzt auch angesichts des morgigen Tags, wir wollen alle raus, wir wollen Normalität, aber bitte aufpassen, es geht wirklich schnell und es ist vor allem auch die psychische Belastung groß. Danke dir, Nadja, dass du deine Erfahrungen und das, was du erlebt hast, mit uns geteilt hast. Gerne. Danke. Danke.